Willkommen zu einer nächsten Ausgabe der Kallion-Forschung. Die Ereignisse von Kallion finden auf einem gemeinsamen Kontinent statt, der den Namen Neroe trägt. Neroe ist ein Erdteil, umspült von den beiden Ozeanen Erathir und Hasgalon. Geografisch gesehen besteht der Kontinent aus zwei Landmassen. Beide Subkontinente sind durch einen natürlichen Kanal getrennt, der Darrok-Kaman genannt wird. Die geringe Tiefe und Breite dieser Passage hat zur Folge, dass während der Flut der Argasch-Subkontinent vom restlichen Festland getrennt ist, während die Ebbe beide Küsten verbindet und bei gebotener Eile auch eine Überquerung ohne Boote oder Schiffe erlaubt. Kartografisch gesehen ist das Land deutlich breiter, als es lang ist. Von seinem nördlichsten Punkt braucht ein erfahrener Reisender viele Wochen, doch um von seinem westlichen Ende zum östlichen Rand zu gelangen, könnten Monate vergehen, und es ist nicht bekannt, ob es jemand zuvor ausprobiert hat. Das zentrale Gebirge des Kontinents ist das Edrion Massacre, eine massive Gebirgskette, deren südliche Hänge beinahe direkt in das Hasgalon-Meer übergehen. Ein weiteres Großgebirge befindet sich inmitten der Gurkonei zwischen den Städten Kanveh und Sarangar und wird Hunso Dar genannt. Es ist zwar flächendeckend kleiner als das Edrion, doch sind die Gipfel in diesem Gebiet nicht minder hoch. Neroe besitzt dank seiner Größe ein vielseitiges Klima, das stark von dem Edrion-Massaker beeinflusst wird. Während das Wetter im südöstlichen Mandalay weitgehend tropisch und subtropisch ist, ist die Gurkonei für ihre regnerischen und kalten Winter bekannt. Der Kontinent ist zum überwiegenden Teil gebirgig, verfügt aber auch über ausgedehnte Savannen und Hügellandschaften. Neben seinem gebirgigen Profil besitzt Neroe eine Steppenvegetation in der Region des Reiches Ximante und Peleor. Argasch hingegen fällt vor allem durch seine Wüstenlandschaft auf. Die Gurkonei ist dagegen stark bewaldet, insbesondere in den Talregionen. Die größten Waldflächen finden sich in Kendareh entlang des Aptoloe-Flusses und rund um die Hauptstadt Denroentai, während Takala, das nordkendarische Gebiet, weitgehend aus einer Sumpflandschaft besteht. Die meisten Berggipfel sind das ganze Jahr über mit Schnee bedeckt. Die kältesten Winter herrschen aber auf der Insel Demene, wie auch natürlich in höher gelegenen Regionen des Edrion-Massaker und Hunso Dar. Die größte Walddichte findet sich in dem riesigen Reich Kendareh. So ist die mächtige Hauptstadt Denroentai von allen Seiten von dichten Wäldern umgeben. Die Kendari unterscheiden hierbei insgesamt fünf Hauptwälder: den Seran Kris, den Seran Araken, Seran Gol, Seran Alon und Seran Re. Und ja, Seran bedeutet auf Ledonisch Wald, doch mit dem Thema Sprache sollten wir uns an anderer Stelle ausgiebig beschäftigen. Neroe besitzt zahlreiche kleine Seen, doch nur einen großen See, den Tindakor, in der mantischen Ebene. Dieses riesige Süßwasserreservoir stellt zugleich das Niemandsland dreier Völker und Reiche dar, denn die südlichen Ufern des Sees gehören dem Reich Tamaré an, die Ostküste und Teile des Nordmeeres gehören zum Reich Ximante und das West- und Nordufer gehört zu Peleor. Die meisten Kleinseen und Teiche findet man in der eher unwirtlichen Region nördlich von Kendareh. Die Takala-Sümpfe verwandeln sich häufig für ganze Monate in große, wenn auch seichte Gewässer mit gefährlichem Untergrund. Für die Bewohner von Neroe und insbesondere für jene, die in Küstenregionen leben, stellen die beiden Meere nördlich und südlich des Kontinents die Gesamtheit der bekannten Welt dar. Die meisten machen sich keine Vorstellung darüber, dass dies ein und dieselbe Wassermasse ist, sozusagen ein gemeinsamer Ozean. Der Eindruck zweier unterschiedlicher Meere, die lediglich aneinander angrenzen, wird dadurch verstärkt, dass der deutlich kühlere Meeresstrom auf der Nordseite des Kontinents stets vom Westen nach Osten fließt, während der warme Strom im Süden sich von Osten nach Westen bewegt. Hinzu kommt, dass der kalte Strom des Erathir im Winter auch mal den einen oder anderen Eisberg in die Küstennähe bringt, während die Meeresströmung des Hasgalon-Meeres oft eher tropisches Treibgut an die Küste spült. Sehr interessant ist auch das Dreieck von Hint, das von den drei Hafenstädten Sarangar, Golte und Tavanna eingegrenzt wird. Hierbei handelt es sich um ein riesiges Meeresgebiet, das überwiegend aus seichtem Wasser besteht, und sogar mehrere Tagesreisen vom Hafen entfernt ist es immer noch so flach, dass man am hellen Tag den Boden sehen kann.
Bei Ebbe treten häufig kleine Landstücke aus dem Wasser und zahlreiche Schiffswracks. Das Dreieck hat eine reiche Meeresfauna und ist somit der reichste Fischgrund des gesamten Kontinents. Doch das Befahren dieser Gewässer ist eben sehr gefährlich, denn das niedrige Wasser lässt auch manche erfahrenen Seeleute auf Grund laufen. Nerouë hat somit eine vielseitige Geografie und Vegetation mit Klimazonen, die von kalten und eher trockenen Gebieten bis hin zu feuchttropischen Wäldern im Südosten reichen. Der besondere erste Eindruck dieses Kontinents wird gerade in der Küstenregion deutlich, vor allem südlich des mächtigen Adrian-Massaker-Gebirges. Denn hier sieht man die geologische Besonderheit dieser Welt. Extrem hohe Bergmassive, die unmittelbar ins Meer fallen, überwiegend ohne Abstufung in Form von natürlichen Ebenen oder Gebirgsplateaus. Ein atemraubender Anblick. Falls du diesen Beitrag gemocht hast, honoriere es mit einem Like. Und falls dich weitere Stellungnahmen, Schwafelrunden, aber auch faszinierende Ausflüge in die Abgründe des menschlichen Geistes interessieren, wäre es nun an der Zeit, den roten Abo-Knopf zu drücken. Ich denke, du und ich, wir sind bereit. Falls du die Welt von Kalion noch nicht kennst, solltest du mit dem Band 1 anfangen. Er trägt den Titel Teranga Nesuara, was auf Ledonisch so viel heißt wie die lautlose Woge. Du kannst das Buch überall dort erwerben, wo es heute Bücher gibt, zum Beispiel auf dieser Plattform, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, oder bei dieser Firma, die eine Frucht zum Namen hat und diesen Namen auch noch bei den Beatles geklaut hat. Doch falls du ein wenig wie ich bist und eigentlich keine so rechte Lust hast, dich wie ein Konsument zu fühlen, musst du beginnen, wie ein Mäzen zu denken. Ein Erhalter der Künste, eine Patronin des freien Geistes. Wie du siehst, habe ich ein Händchen für pathosgeladene Titel und Bezeichnungen. Doch in so einer Gesinnung gehst du eben nicht auf jene Webseite, die nach einem südamerikanischen Fluss benannt ist, sondern gehst lieber direkt auf die Seite des Verlages und bestellst mein Buch in deren übersichtlichem und effizient gestalteten Shop. Das kostet dich keinen Cent mehr. Doch der Effekt deiner Handlung für den Verlag ist immens. Und für den Autor, aka ich, muss ich viel mehr dazu sagen. www.periplaneta.com